So sah die Gästetafel der Bayern immer aus, wenn die Borussen kamen. Seit dem ersten gemeinsamen Bundesliga-Jahr 1965. 30 Jahre liefert Gladbach brav die Punkte ab. Manchmal gibt's sogar eine Klatsche. Egal, was sie versuchten, ein Auswärtssieg war nie dabei. Dann im Oktober 95 präsentiert Trainer Kraus seinen Spielern die nächste Variante. Wir haben in München noch nie was geholt, von daher können wir uns die Hotelkosten sparen. Wir fliegen Samstag früh mit dem Flieger von Gladbach nach München, spielen und fliegen wieder zurück. Doch auch dieser Plan steht unter einem schlechten Stern. Bodennebel in München verzögert Start und Landung und bringt den ganzen Tross in Zeitnot. Wir sind angekommen mit dem Bus im Olympiastadion damals, wirklich ganz, ganz kurz vor knapp, hatten gar keine Zeit mehr groß nachzudenken. Doch das beweist sich dann als Glücksfall. Michael Sternkopf und Stefan Effenberg düpieren das Münchner Star-Ensemble schon nach 20 Minuten. Mit Stefan da vorne, das hat wunderbar geklappt. Wir haben ein wirklich sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Ich glaube, vielleicht sogar für mich persönlich mein Bestes für Gladbach. Für Sternkopf ist es auch deshalb ein besonderes, weil er in der Vorsaison selbst noch ein Roter war. 5 Jahre lang, 5 lange Jahre. Mir war es einfach damals alles eine Nummer zu groß. Und von daher war es einfach mein Wunsch, aus dieser großen Medienwelt rauszukommen. Im Olympiastadion feiert er eine grandiose Rückkehr. Ein Eigentor der Bayern bringt die Borussen endgültig auf die Siegerstraße. Der Münchner Anschlusstreffer kommt dieses Mal viel zu spät. Sternkopf und Co. schreiben Geschichte. Ich denke, dass sich die Mannschaft, die heute hier gewonnen hat, auch so ein kleines Denkmal in Mönchengladbach gesetzt hat. Eine kleine Niederlage gab es dann aber doch noch. Eine Wette mit den Fans hatten die Borussen verloren. 50 Liegestütze bei einem Sieg, wenn man ehrlich ist, war eigentlich kein richtiger Liegestütz dabei. So ganz runter ist da keiner mehr gegangen, glaube ich, weil da hat dann doch die Kraft gefehlt.